So, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus-Dieter Jägle. Ich komme vom ITP Verlag. Wir sind diejenigen, die mit Common zusammen diese Power Digital angezettelt haben. Eigentlich sollten wir uns jetzt in Hannover treffen, aber die Umstände haben es bewirkt, dass wir uns hier digital und im Web versammeln. Aber das ganze Ding hat dem Interesse keinen Abbruch getan, weil es sind, habe gerade eben nachgeschaut, 421 Leute hier auf dieser Power Digital zusammen. So, ich darf es jetzt ankündigen, ein Referat, ein Vortrag von Herrn Josef Grünbichler, er ist Geschäftsführer der Firma Toolmaker im schönen Oberbayern beheimatet. Und es geht darum, wie Sie mit RPG-Skill zu modernen Webanwendungen kommen. Herr Grünbichler, ich übergebe und schalte mein Mikro stumm. Okay, dann sage ich auch herzlich willkommen ins schöne Oberbayern. Corona macht es möglich. Ich finde das toll. 421 Teilnehmer ist der Wahnsinn. Also das zeigt, dass die IBM i noch lebt. Mein Vortrag heißt heute "Und sie kann es doch". Damit meine ich, man kann mit RPG und zwar mit nur RPG Webentwicklungen machen. Man kann eine echte Browseranwendung machen. Damit meine ich eben nicht, dass man auf den Greenscreen was drüber stülpt, sondern man hat keinen Greenscreen, man hat eine echte Browseranwendung. Also RPG 4 war Greenscreen, RPG WX ist Browser und RPG WX ist das Thema des heutigen Tages. Zu meiner Person, Sie sehen mich vielleicht ein kleines Bildchen und so habe ich ausgeschaut vor Corona-Zeiten. Jetzt schaue ich etwas mitgenommen aus, weil Corona ist einfach für alle schwierig. Als Geschäftsführer von Toolmaker hatte ich das Vergnügen, bisher mit 6.000 Kunden zu tun zu haben. 6.000 Kunden meine ich damit nicht Firmen, die irgendwann mit mir telefoniert haben, sondern 6.000 Kunden sind 6.000 Unternehmen, die im Laufe der letzten 30 Jahre an Toolmaker Geld bezahlt haben. Und das ist eine schöne Zahl und darauf bin ich stolz. Heute sind es nicht mehr so viele, aber wir haben immer noch eine schöne Zahl und wir sind gut im Geschäft. So, jetzt starten wir mal ganz kurz. Der Vortrag lautet also, und sie kann es doch. Sie erinnern sich vielleicht, 1633 stand ein gewisser Mann namens Galileo Galilei vor einem Inquisitionsgericht und sollte widerrufen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und es wird ihm nachgesagt, dass er beim Verlassen des Gerichtssaals gesagt haben soll, und sie bewegt sich doch. Und ich sage heute, und sie kann es doch. Also RPG kann es und IBM i kann es auch und ich will es heute beweisen. Was haben wir heute auf dem Programm? Teil 1, wie werden Anwendungen mit RPG oder RPG WX erstellt? Welche Webfunktionen benutzt der RPG-Programmierer? Und was auch wichtig ist, kann eine Entwicklungsumgebung, die er kennt, bleiben? Also kann er weiterhin mit PDM oder SCU arbeiten? Ja, er kann. Und die zweite Antwort lautet, er kann auch mit RDI arbeiten. Er kann. Kann er mit Auswahl 14 umwandeln? Ja, er kann. Und das ist das Schöne daran. Man muss sich als RPG-Programmierer nicht etwas Neues antun, wenn man es nicht will. Der zweite Teil ist, ich zeige Ihnen dann, wie solche Anwendungen bedient werden, wie sie aussehen und welche anderen Features außerdem noch mitgeliefert werden. Wir liefern ja wie sagt man, ein Ökosystem quasi aus, einen Server, der nennt sich WOPIX. Und auf diesem Server laufen einige Anwendungen. Das zeige ich Ihnen als zweites. Und als drittes gebe ich Ihnen einen Ausblick auf die anstehenden Entwicklungen. An diesem RPG WX und WOPIX entwickeln wir ja schon seit einigen Jahren. Ich denke, wir sind jetzt in einen Zustand gekommen, wo wir langsam mal ans Ausliefern denken können. Bis jetzt kostet es auch gar nichts. Also wenn Sie heute das Ding benutzen oder runterladen, zahlen Sie nichts dafür. So, und dann noch eine gute Nachricht. Falls es Sie interessiert, diese Anwendung selbst zu nutzen, aber Sie sagen, will ich mir vielleicht noch nicht auf meine Maschine ziehen, ist mir zu riskant oder darf ich nicht oder was auch immer. Wir haben beim Rechenzentrum Bad Kreuznach, so heißt es, den Herrn Holger Scherer kennen Sie ja etliche von Ihnen und seinen Bunker auch. Dort haben wir eine Partition angemietet. Und diese Partition hat eine Adresse, die können Sie hier unten sehen: http://wopix1.rzkh.de, Doppelpunkt, 4 mal die 8. So, und wenn Sie das aufrufen, kriegen Sie eine Sign-on-Geschichte. Dort geben Sie an,
je nachdem, was Sie erleben wollen, User DOI oder PGMer DOI für die deutsche Umgebung. Und das Kennwort ist das gleiche. Ich habe aber gleich eine Bitte an Sie an dieser Stelle. Wenn Sie mit dem System arbeiten, das habe ich ja bereitgestellt, damit alle Programmierer damit schauen und üben können. Bitte löschen Sie keine Bibliotheken und keine Dateien und möglichst auch die Dateinhalte nicht. Denn der Nächste, der da reingeht, hat dann nichts zu sehen und wir müssen die Umgebung neu aufbauen. Das wäre ungünstig. Also Sie können gerne probieren, aber nichts kaputt machen. Vielen Dank. So, wir gehen jetzt zum Teil 1. Nämlich, wie können mit RPGVX Anwendungen erstellt werden? Der Teil 1 heißt in dem Fall, typische Anwendungen im RPG programmiert schauen ja so aus, dass man zuerst eine Suchmaske hat, dann kriegt man eine Subfile angezeigt und dort wählt man etwas aus. Das ist mal Teil 1, sage ich jetzt. Schaut zum Beispiel so aus, eine Suchmaske, Kundennummern, Ort, Name und wenn Sie da was eintippen, kommt vielleicht diese Auswahl. So. Und ich zeige Ihnen das deswegen, damit wir die Beispiele, die ich Ihnen nachher zeige, also die Gegenüberstellung mit dem Browser, damit Sie die gleichen Felder und Dateien sehen. Am Browser würde das dann so ausschauen. Sie haben oben Ihre Filterfelder und unten Ihre Work-Anzeige. Und ja, Sie werden schon bemerken, es gibt keine Funktionstasten mehr. Die Funktionstaste F6 zum Beispiel, die wir haben für das Erfassen, die habe ich jetzt hier reingestellt als Erstellen. Es gibt einen Button. Es gibt in Zukunft Buttons zu drücken und F-Tasten, darüber die unterhalten wir uns noch. Und das, was wir hier als Auswahl sehen, 2, 3, 4, 5, haben wir hier im Browser mit der rechten Maustaste als Kontextmenü. Das heißt also, wenn Sie Ihren Cursor auf eine bestimmte Zeile positionieren, und drücken dann dort die rechte Maustaste, dann sehen Sie hier Ändern, Kopieren, Löschen und Eigenschaften. Eigenschaften ist das modernere Wort für Anzeigen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Bildschirm. Die Detailverarbeitung würde ungefähr so aussehen am Greenscreen. Also das Ändern, da unten die Variante des Anzeigens und das Gleiche auf dem Browser, der Änderungsbildschirm oder eben der Anzeigebildschirm. Eigentlich nicht viel anders, ne? So, und was haben wir typischerweise auch noch zu beachten? Es geht ja nicht nur um Dinge anzuzeigen, es geht ja auch um den Dialog, in diesem Fall um die Fehlerbedienung zum Beispiel. Wenn Sie etwas nicht eingeben oder was Falsches eingeben, reagiert ja ein Greenscreen-Programm üblicherweise mit Positionierung des Cursors auf das falsche Feld. Dazu werden die Felder in Umkehranzeige oder in einer anderen Farbe gezeigt und unten in der Statusleiste kommt dann die Fehlermeldung. So, am Browser passiert fast das Gleiche. Sie haben dort Ihr Bild mit Ihren Eingabefeldern. Wenn Sie nichts eingeben, können Sie Fehlermeldungen ausgeben. Und der Vorteil im Browser ist, dass Sie nicht nur eine Fehlermeldung ausgeben können, sondern Sie haben pro Feld eine eigene Fehlermeldung. Das heißt also, der Bildschirm kann richtig schön bunt werden. Okay, das ist das, was wir erstmal haben als gemeinsame Grundlage. Übrigens, die Fehlermeldungen geben wir standardmäßig in Rot aus, damit es auch niemand übersieht. Und jetzt gehen wir gleich in den Code rein. Ich habe hier absichtlich nicht eine Live-Umgebung hergestellt, weil die Erfahrung hat mir schon gezeigt, live ist gefährlich, das Leben ist gefährlich, nicht wahr? Und deswegen habe ich also ein paar Dinge als Screenshot bereitgestellt. Aber das, was wir hier links sehen, ist tatsächlich der Code, den man programmieren muss, um eine Subfile zu programmieren. Und Sie werden sich fragen, ja, und wo ist der Rest? Und die Antwort lautet, da ist kein Rest. Denn alles, was man haben muss, steht hier schon drauf. Es steht drauf, Sie brauchen H-Bestimmungen, dafür gibt es eine Copy-Strecke, die wir bereitstellen. Es gibt Prototypen, das sind solche, die wir bereitstellen, die müssen Sie nur einfach mit Include einfügen. Dann müssen Sie, also das in LR, das lassen wir jetzt mal weg. Dann gehen wir auf die erste eigentliche Anweisung, dieses WX ist ja das RPG-WX. Die erste Anweisung heißt jetzt, welchen Bildschirm wollen wir denn zeigen? Oder was soll die Überschrift sein?
Und in diesem Fall haben wir angegeben nur den Titel von der Überschrift, also der heißt jetzt in diesem Fall TIT0001, das ist eine Message aus einer Message-File, das ist die Überschrift, soll ja mehrsprachig funktionieren. Und rechts daneben das TRCHG-ADDR, das ist der Programmname des Programms, das aufgerufen wird, wenn ich einen Satz auswähle. Und das ist auch schon alles. Alle weiteren Details zu diesem Thema kommen vielleicht noch später. Dann als nächstes haben wir hier WX, das RPG WX Workfile. Anstelle einer F-Bestimmung oder Declare File wählen Sie hier einfach den Namen der Datei oder der Dateien. Sie können mehrere Dateien angeben, die verarbeitet werden sollen. Dann haben wir hier eine Relative Record Number Angabe. Das ist die Vereinbarung, die Sie sozusagen dem RPG WX mitteilen. Wie kommuniziert das Subfile-Programm mit dem späteren Work, mit dem späteren Detailprogramm? Und wir haben uns in diesem Programm darauf geeinigt, dass wir das über die relative Satznummer machen. Das heißt also, das Subfile-Programm übergibt an das Folgeprogramm eine relative Satznummer und das ist der Satz, der zu bearbeiten wäre. Bei einem Auftrag würde man es vielleicht anders machen, nicht? So, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Man könnte auch Spalten sagen. Bei einer Subfile oder auch bei einer Work-Anzeige nennt man das ja Spalten. Und was wir hier stehen haben, ist nichts anderes als der Feldname. Also custno ist der Feldname in der Datei. Und das DSP0001 zum Beispiel ist die Überschrift. Und auch hier, weil wir mehrsprachig arbeiten wollen, haben wir eine Message-File genommen. Sie könnten natürlich auch da hinschreiben, Kundennummer als Konstante, dann haben Sie eben keine Mehrsprachigkeit. So, und dann haben wir hier unten noch eine Default-Order. Bei einer Subfile werden ja viele Sätze angezeigt, zwischen 1 und 100.000. Und die wollen Sie in einer bestimmten Reihenfolge haben. Und die Reihenfolge können Sie vorgeben, also wenn Sie einsteigen in das Programm, können Sie die Folge vorgeben. Danach können Sie ja das selbst bestimmen als User. Und die Vorgabe, in diesem Fall haben wir gesagt, machen wir Customer Number. So, und damit das Ganze auch noch irgendwo erscheint, sagen wir am Ende RPGWX Write Worktable, das Dokument, das HTML-Dokument, das wir einmal erstellt haben oder das automatisch erstellt wird, so muss ich eigentlich sagen, wird an den Browser gesendet und mit Daten gefüllt. So, jetzt, wenn Sie mal kurz mitgezählt haben, haben wir hier 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, so 14 echte RPG-Statements, der Rest ist Kommentare. Wenn es ein bisschen umfangreicher wird, dann kommen Sie mit 20 Zeilen nicht aus, da brauchen Sie vielleicht 100 Zeilen. Das Ganze haben Sie in 1 bis 2 Stunden locker erledigt, inklusive Kommentaren. Und für RPG-Programmierer, die gewohnt sind, Copy zu machen, ein Programm zu kopieren, nur die Feldnamen zu ändern und die Dateinamen, haben Sie das Ganze in einer Viertelstunde erledigt. So schnell kann es gehen. Was ist das Ergebnis? Ja, bevor wir zum Ergebnis kommen. Wir hatten ja vorhin erwähnt, es gibt noch weitere Funktionen, die wir benutzen, nämlich die Buttons und die Kontextmenüs. Kommen wir gleich drauf. Und zwar gibt es eine Besonderheit bei den Buttons. Wir haben die Buttons Add, das haben wir vorhin gesehen. Das ist der Erstellen-Button. Bei dem Stern Add, das ist ein Sonderwert, wird automatisch Erstellen als Text angenommen. Und was wir hier sehen, wir können einen Button auch mit einem Shortcut belegen. Das heißt, wenn Sie sagen, oh, meine User müssen sich jetzt umgewöhnen, es gibt keine F6 und keine F5 und keine sonst was mehr, das stimmt nicht. Wir haben Shortcuts, also Funktionstasten. Es müssen nicht Funktionstasten allein sein, es kann auch was anderes sein. Aber Shortcuts sind einfach Tastenkombinationen. Und in diesem Programm, das ich da vorhin gezeigt habe, könnten Sie auch genauso gut F6 drücken und das hat die gleiche Wirkung, wie wenn Sie mit der Maus auf das Erstellen gehen. So, und was haben wir noch? Sie können auch eigene Buttons erfinden, also Sie müssen nicht nur erstellen, hinzufügen, was weiß ich, ändern und löschen, sondern es gibt auch eigene Buttons. Zum Beispiel der Button heißt jetzt Test Button 01, hat die Überschrift Test Button 1. Wenn Sie keine Message nehmen wollen. Der Shortcut dafür wäre F8 in diesem mittleren Beispiel da. Und was es noch gibt, eine Bestätigung. Manchmal will man ja zum Beispiel eine Funktion haben, die da heißt Auftrag abrechnen oder
fakturieren. Und weil da ja viel geschieht, will man den User um eine Bestätigung bitten, dann sagt man einfach Confirm, dahinter eine Message-File, Message-ID oder auch einen kompletten Text. Und dann schreiben Sie unten hin, was weiß ich nicht, zum Beispiel wirklich. Und wenn er dann sagt, ja, dann wird eben das ausgeführt. Und was ausgeführt wird, ist das, was hier unter Test-Button 01 steht, nämlich ein Programm mit diesem Namen. Und hier rechts sehen Sie jetzt zum Beispiel hinter der Confirm BSD 0001 soll der Eintrag wirklich gelöscht werden oder was auch immer. Dann können Sie OK drücken oder abbrechen. So. Dann haben wir diese Teile, nämlich das nennen wir das Kontextmenü, das hatten wir auch vorhin erwähnt. Was muss man dafür programmieren? Dafür gibt es diese Texte zu programmieren, nämlich RPGWX, Kontextmenü, Item, zum Beispiel Change, dann kommt dieses Ändern hier. Dann können Sie einen fixen Text hinterlegen oder eben einen von einem Message-ID für Mehrsprachigkeit. Sie können auch hier einen Shortcut hinterlegen und sagen, wenn ich Ctrl und A drücke, dann hat das die gleiche Wirkung, wie wenn ich hier ins Ändern gehe mit dem Kontextmenü. Und Sie können auch hier wiederum eine Confirm auslösen. Also ich denke, da bleiben keine Wünsche mehr offen. Jetzt gibt es noch einen super Wahnsinn. Und das ist, Sie sehen hier in diesem Kontextmenü, dass zum Beispiel hier mittendrin zwei Optionen, Mitglieder, sind ausgegraut. Das bedeutet, man kann diese Funktion nicht nutzen bei diesem Datensatz. Und das kommt daher, dass wir hier ein neues Feature haben, nämlich die bedingte Auswahl durch Par Condition heißt das. Das ist natürlich jetzt ein bisschen lustig, was wir hingeschrieben haben. Diese Auswahl soll nur dann erscheinen, wenn der Ort, in dem der Kunde zum Beispiel ist, in Frankfurt oder in Alzenau oder in Stuttgart ist. Ist natürlich Unfug, aber für ein Beispiel ganz gut verständlich. Sie können hier also eine Vielzahl von Bedingungen hinschreiben, wo Sie sagen, aha, wenn der Datensatz noch nicht geprüft ist, dann kann ich ihn jetzt auch nicht abrechnen. Also prüfe ich hier zum Beispiel, also teste ich ein Prüfkennzeichen und dann wird diese Option im Kontextmenü ausgegraut. Ja, und da unten die einfachste Variante ist ein Kontextmenü, Stern Property. Das ist das, was in der RPG-Welt unter Anzeigen zu verstehen ist und in der PC-Welt oder in der Web-Welt unter Eigenschaften. Okay, ich denke, das reicht erstmal, damit Sie die Möglichkeiten sehen. Und dann gehen wir gleich in den zweiten Teil der Programmierung, nämlich wann soll dieses Change-Programm, also das Detailprogramm gezeigt werden. Das Detailprogramm soll gezeigt werden, wenn Sie auf Ändern oder Eigenschaften drücken oder auf Erfassen. So, und wir haben hier, ich gehe mal das Zeilen für Zeile durch, wenn der Modus Change ist oder der Modus ist Property, also Anzeigen, dann soll die Local Options auf Output gestellt werden. Wir werden gleich merken, was das bedeutet. Nämlich, wir geben die folgenden Felder aus. Change Field Customer Number, Customer Name 1, 2 und so weiter. Und die Kundennummer soll ja bitte schon nicht änderbar sein, wenn ich einen Kunden ändere. Und sie soll auch nicht änderbar sein, wenn ich auf Anzeigen gehe. Bei Anzeigen ist es ja sowieso nicht der Fall. Deswegen habe ich hier hingeschrieben, also bei der Felddefinition Customer Number, das hier ist eine Notwendigkeit, man muss immer Prozent ADDR und das Feldname nochmal hinschreiben, das ist der Pointer. Dann haben wir hier die Feldüberschrift und unter DSP 0001. Required heißt, es muss eingegeben werden und die Log Options, das ist eine Variable, die wir hier oben gesetzt haben, heißt Output. Also das Kundennummernfeld ist ein Outputfeld und kann nicht geändert werden. Im Gegensatz zum Beispiel zum Customer Name 1, da gibt es keinen Output und das ist auch nicht, in dem Fall hier sehe ich gerade required, hat man vergessen. Man braucht hier, wir brauchen uns jetzt nicht unbedingt auf die Details zu konzentrieren, aber was interessant ist eben required, uppercase zum Beispiel, beim Land geben wir keine Kleinbuchstaben für die Landbezeichnung ein, sondern A, großes D
Und No New Line heißt, dass das Folgefeld in der gleichen Zeile erscheint. Normalerweise werden ja die Felder untereinander gezeigt, nicht? Ein Feld unter dem anderen. Und bei der Postleitzahl und dem Ort haben wir hier das in der gleichen Zeile. Und bei der Postleitzahl haben wir hier wiederum einen Stern, das heißt required, genauso wie es hier unten steht. So, der Spaltenname ist also, wird hier angegeben. Den Pointer, den wir hier hingeschrieben haben, ist nicht sehr schwer zu schreiben, muss aber gemacht werden, ist eine technische Notwendigkeit, können wir nicht ändern. Die Bezeichnung können Sie entweder als Konstante hinschreiben oder eine Message-ID nehmen. Und Output-Optionen gibt es viele. Ich habe jetzt nur die drei erwähnt. Required, no new line, uppercase. Ja? Es gibt aber noch viel mehr. Und welche es mehr gibt, das sind alle die hier. Aber auf die jetzt im Detail einzugehen, ich bitte sich um Verständnis. Ich werde es nicht machen. Vielleicht werde ich das eine oder andere erwähnen. Output haben wir gesehen. Lowercase, uppercase haben wir gesehen. Text Area, Edit Text. Also man kann zum Beispiel Text eingeben, einen editierbaren, wo Sie sagen fett und mager und irgendwas dazu und Aufzählungszeichen, Datumsfelder, Zeitmarken, Zeitstempel, Bilder, Weblinks, required haben wir schon gesehen, Bereiche, Monatsangaben, Tagesangaben, Stunden und dann, was vielleicht noch interessant ist, ist, dass Sie Combo-Boxen direkt im RPG definieren können. Und zwar sagen Sie einfach eine Values-List, Klammer auf, schreiben hin, A, B, B, C und dann werden einfach in der Combo-Box diese drei Werte angeboten. Was interessant ist, glaube ich, ist die Depend-List, die ich vielleicht erwähnen sollte. Depend-List heißt eine abhängige Liste. Nehmen wir ein Beispiel. Sie haben eine Auflistung von Kunden. Die soll abhängig gemacht werden von der Ländereingabe. Wenn Sie also im Filter sagen, ich will jetzt Irland haben und wählen dann die Kundenregionen dort aus, dann sollen in die Regionen nur von Irland gezeigt werden und nicht von der ganzen Welt. Deswegen eine Dependlist. Kommen wir vielleicht noch drauf. Es gibt aber viel zu zeigen heute. Ja, eines habe ich noch fast vergessen. Es gibt ja üblicherweise bei dem Greenscreen diese F4-Funktion, also diese Matchcodes, haben wir früher mal gesagt. In der Webwelt sagen wir als Combo-Box oder Auswahl. Und was halt hier interessant ist, ist, dass die gleiche Datei, die Sie im Greenscreen benutzen, können Sie auch im Browser benutzen. Sie können das auch so machen, dass Sie die gleiche Reihenfolge haben. Und wie gesagt, nicht cursorbezogen, aber es ist eigentlich cursorbezogen, weil Sie ja die Combo-Box aufklappen müssen. Und das ist der Code, den Sie brauchen, um zum Beispiel genau diese Anzeige hinzukriegen. Sie sagen, wie Exchange Field, haben wir schon vorhin gesehen, Country, Uppercase, die Überschrift ist DSP 0007, es ist required. Und der Code, den Sie hinterlegen, ist eine SQL-List, Klammer auf, Select Country Key und Country Description from Country, das ist die Datei, oder by Country Key. So, das ist natürlich jetzt unschön, weil jetzt die Anzeige nicht im Alphabet ist, aber das habe ich jetzt mal gemacht, damit wir die gleichlautende Lösung haben am Greenscreen und am Browser. Ich würde empfehlen, bei der Order By nicht Country Key hinzuschreiben, sondern Country Description. Das heißt also nach der Bezeichnung, also Ö wie Österreich kommt dann bei O, nicht? Und Deutschland kommt dann vor Kanada. Und das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie müssen sich umsonst nichts zu kümmern. Sie brauchen kein Batchcode-Programm schreiben, nichts. Das ist alles, was Sie wissen müssen. So, was haben wir jetzt noch an Features? Wichtig sind die Reiter. Wir sind ja auf dem Greenscreen oftmals sehr erfinderisch gewesen, was die Feldzuweisung angegangen ist. Nämlich, wir haben nur 80 Spalten und 24 Zeilen gehabt. Der Greenscreen hat also böse ausgeschaut oft. Deswegen wollen wir das auf dem Browser ja nicht so haben. Wir wollen eine Übersichtlichkeit haben. Und an diesem Beispiel hier habe ich gezeigt, wir haben hier zum Beispiel 5 Reiter, allgemein, Direct Dial, Spulanzeige und so weiter. Und Sie können für jeden Reiter eigene Felder zuweisen. Das ist nicht so schwierig. Der Code dazu steht hier gleich rechts. WX Change Nav Tab, also Navigationstabulator.
Sie geben dem Ding einen Namen, Sie geben dem Ding eine Überschrift, zum Beispiel NAV 0001, falls Sie es mehrsprachig brauchen, und ein Icon dazu. Und das kann jetzt irgendetwas sein, was Sie hinterlegt haben. Was übrigens auch interessant ist, Sie sehen hier diese vielen Fragezeichen. Das heißt, es gibt eine Bedienerhilfe dazu. Sie kennen das vielleicht vom Greenscreen. Naja, die wenigsten haben eine Bedienerhilfe. Aber wie wird der Bedienerhilfetext hinterlegt? Ganz einfach. Wenn Sie hier diese Technik benutzen mit dem Message-ID, NAV 0001, Sie wissen das vielleicht von den Message-Feldern, es gibt einen Message-Text 1 und einen Message-Text 2. Wenn Sie einen Message-Text 2 erfasst haben in Ihrem Message, dann wird dieser automatisch als Bedienerhilfe angesehen und diese Felder, die so einen Message-Text 2 haben, kriegen automatisch dieses Fragezeichen. Und wenn Sie da drauf gehen mit der Maus, sehen Sie hier dieses grüne, wir haben es jetzt mal grün gemacht, dieses grüne Textfeld eingeblendet, sodass Sie also wenig Hilfe brauchen für die User. Und es gibt noch viel, viel mehr. Entschuldigung, reden ist anstrengend. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht alles erzählen. Wenn andere Leute für so ein RPG wie X-Programmierung 2 Tage Kurs machen, werden Sie verstehen, dass ich in 40 Minuten nicht durchkomme. Noch was anderes, was in Arbeit ist. Entweder Sie benutzen das automatische, sprich vorgegebene Design, was Sie gerade eben gesehen haben, oder Sie sagen, nee, ich will das nicht, ich will ein individuelles Design haben für meine für meine Change-Bildschirme oder was auch immer. Dann müssen Sie das auch individuell machen. Bedeutet, Vorteil von automatisch, Sie brauchen keine HTML-Kenntnisse haben, keine JavaScript-Kenntnisse, Sie müssen nur RPG und RPGVX beherrschen. Und natürlich bedeutet das auch, wenn Sie Änderungen machen wollen, brauchen Sie das nur im RPG-Code machen. Und zweitens, Sie können es nur im RPG-Code machen. So, die Variante individuell, die wir jetzt gerade hier sehen, wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen. Natürlich brauchen Sie dann HTML und JavaScript-Kenntnisse. Sie brauchen einen HTML-Editor. Die RPGVX-Features sind eingeschränkt, weil das würde sich sonst beißen. Und viertens, wenn Sie Änderungen machen, müssen Sie Änderungen machen im HTML-Code und im RPG-Code. Und die müssen natürlich gleichlautend sein, weil sonst gibt es einen Crash. Okay, also die Möglichkeiten sind so, ich würde sagen, Sommer, vielleicht auch nach den Sommerferien verfügbar. Ja, das erstmal zur Programmierung. Ist nicht so schwierig, nicht? Das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, waren geschätzte 20% von dem, was möglich ist. Alles zu zeigen, geht jetzt nicht. Sie sollten nur einen Überblick kriegen. Ich zeige Ihnen jetzt als Teil 2 die Bedienung im Browser. Und die Bedienung im Browser schaut so aus. Sie melden sich an mit Benutzer-ID und Kennwort der AS400. Hier oben nochmal die Adresse von dem Rechenzentrum vom Herrn Scherer. Da ist nochmal der Hinweis. Sie werden wahrscheinlich nicht alles sehen können, weil der User DOI hat nur Userrechte. Sie können also nicht einfach irgendwas ändern dann. So schaut ein Menü aus. Hier links ein WOPIX-Menü. Wir nennen das hier jetzt WOPIX. RPGVX sind die RPG-Erweiterungen und WOPIX ist die Umgebung, in der Sie sich befinden. Also das Ökosystem, kann man sagen. Hier gibt es eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen bereits, die wir mitliefern mit diesem Ökosystem. Was auch interessant ist, dazu gibt es zum Beispiel bei den Anwendungen dieses Kontextmenü. Habe ich aber schon gezeigt, wie man das programmiert. Ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Die Druckausgaben kann man, wenn man mit WOPIX arbeitet, einfach so anzeigen. Sie kriegen praktisch Works-Pull-File, kriegen Sie hier angezeigt. Wenn Sie da draufklicken, wird Ihnen die In Joblog zum Beispiel wird Ihnen hier einfach als PDF-Datei angezeigt. Was ist noch schön an an einer Browser-Anzeige oder PDF-Anzeige? Sie können in der Spulanzeige haben Sie es als PDF. Zweitens, Sie können suchen mit Ctrl F. Sie können in einem PDF-Viewer, das sehen Sie ja hier oben drüber, die Anzeige drehen. Sie können das Ding runterladen und speichern und Sie können auch direkt diese PDF-Datei ausdrucken. Brauchen Sie von mir nichts. Wenn Sie zusätzlich zum Beispiel jetzt vom Toolmaker DirectView oder DirectSpool im Einsatz haben, dann können Sie auch Ihre Formulardefinitionen, die Sie haben, zum Beispiel direkt hier anzeigen lassen. Das Gleiche gilt für
für alle anderen Formulare auch in der Planung ist, dass wir auch für Spulmaster die Anzeige möglich machen. So, was haben wir jetzt als nächstes hier? Moment, wo machen wir? DB2 Services, genau. Sie wissen, dass IBM eine Vielzahl von Services, das sind Systeminformationen, als System Views anbietet. Sie sehen hier in diesem Kontextmenüpunkt, was alles für Gruppen gibt und was da alles zu sehen gibt. Das, was wir hier haben, sind 96 Varianten. In V7 R4 gibt es mittlerweile 150 oder 160 Varianten. Wir bauen die nach und nach hier ein und wir nutzen die auch. Zum Beispiel die Spulanzeige ist eine Möglichkeit, wie wir zugreifen können mit einem IBM System View. Übrigens, Hilfeanzeigen für das ganze Programm kann man auch mit einem Fragezeichen hier oben. Das haben wir hier bei diesem Programm gemacht. Wenn Sie das also aufrufen, drücken da oben drauf, wird Ihnen automatisch der Browser geöffnet mit dem Link zu IBM, wo Sie die Dokumentation lesen können. Okay, einige von diesen System Views zeige ich Ihnen jetzt hier, zum Beispiel aktive Jobs anzeigen. Da gibt es eine Vielzahl von Informationen, die wesentlich umfassender ist, als heute Work Active Job zu machen. Sie können natürlich auch die Spalten. Unter anderem gibt es das hier im Internet. Beliebig anordnen. Sie können Spalten ausblenden. Sie können Ihre Spalten sortieren. Sie können selektieren. Probieren Sie es einfach aus. Ich muss ein bisschen Gas geben. Und wenn übrigens Sie IFS anschauen wollen, dann gehen Sie doch einfach hier rein. IFS-Objekte anzeigen. Sehen Sie Ihre Ordner und Ihre Dokumente. Und wenn Sie zum Beispiel ein Dokument haben, das auch ein Gesicht hat, dann können Sie auch das gleich hier öffnen. So, der Job Scheduler ist auch hier mit allen möglichen Feldern, die Sie sonst nicht sehen. Dann haben wir hier die Systemwerte. Die Systemwerte können Sie nicht nur anzeigen, sondern Sie können sie sogar ändern. Sie können suchen nach dem Beschreibungstext, also nicht einfach nur nach dem Kürzel, sondern auch nach der Erklärung dazu. Sie können direkt Systemwerte ändern, heiße Sache. Sie können Ihre PDFs anschauen. Sie können Ihre Liste, Ihre Programme anschauen. Sie sehen eine Vielzahl von Informationen, die es sonst nicht gibt. Was interessant ist bei den Programmen übrigens, ist, Sie können gucken, was da für Serviceprogramme verwendet werden. Da sehen Sie gleich, was hinter einem bestimmten Programm steckt. Also sehr interessant. So, jetzt haben wir es natürlich eilig. Wir haben jetzt bloß noch, wenn ich auf die Uhr schaue, 5 Minuten Zeit. Wir gehen zum Teil 3, Ausblick auf anstehende Entwicklungen. Ich hatte das schon erwähnt, wir haben ein individuelles HTML-Design im dritten Quartal. Wir haben etwas ganz Wichtiges und das ist, denke ich, etwas, was für die RPG-Programmierer sehr wichtig ist. Wir hatten ja bisher, also die letzten 10 Jahre, immer stateless arbeiten müssen. Stateless heißt, man hatte keine Qtemp. Wenn man in ein Programm reingekommen ist, hat man nie den Zustand vorgefunden, wie man ihn verlassen hat, sondern das Programm war immer neu. Das heißt, man musste immer alle Ressourcen, die man braucht, die erstmal laden und lesen. Und jetzt haben wir ab auch dem dritten Quartal voraussichtlich ein Stateful-Variante. Das heißt, also Sie können, wenn Sie in den RPG-Programmen gewohnt waren, die Qtemp zu benutzen, können Sie benutzen. Wenn Sie gewohnt waren, in den Dateien, die Dateien offen zu lassen, wenn Sie ein Programm verlassen haben mit Return, dann können Sie die Dateien so wieder vorfinden. Und das bedeutet, das Programm, also das WOPIX, wird schneller, weil ja kein Programm erneut geladen werden muss. Nachteil ist, Sie brauchen mehr Speicher, weil jede Session ist dann ein Job in der IBM i. Bisher ist es so, dass eine Session ist eine Browser-Sitzung. Eine Session kann sich einen Job mit anderen Sessions teilen. Das heißt, möglicherweise haben Sie im Unternehmen 50 User, wären vielleicht 50 oder 60 Sessions und Sie können das Ganze erledigen mit nur 5 oder 10 Jobs, weil der Job ist ja nur einen Bruchteil einer Sekunde aktiv. Okay, das sind Thema Nummer 2. So, Nummer 3, auch eine heiße Kiste. Wir sind heute gewohnt, wenn wir vom Browser arbeiten oder sprechen, dass der Browser auf der IBM i laufen muss. Das muss er in Zukunft nicht mehr. Also der Browser läuft ja sowieso auf dem lokalen Gerät. Aber der Webserver, meine ich, muss nicht auf der IBM i laufen. Und das ist neu, das kommt im vierten Quartal spätestens.
Das heißt also, der Webserver kann irgendwo in Frankfurt, Hamburg oder sonst was sein und hat keine, der Webserver hat dann eine Verbindung zu Ihrer IBMI, aber der User und sein Browser haben keine Verbindung zu Ihrer IBMI. Der User muss immer über den Webserver gehen, der irgendwo im Rechenzentrum stehen kann, bei 1 und 1 zum Beispiel. Und dort steht der Server und dieser Server wird verbunden mit Ihrer IBMI. Das heißt, das ist erheblich sicherer. Was auch noch in Planung ist, der Webserver muss ja keine IBMI sein. Ist es in der Regel auch gar nicht. Also sondern Sie wollen das. Es kann also ein Windows-Webserver sein, es kann ein Linux-Webserver sein. Alles, was heute die Welt zu bieten hat. Und das bedeutet, Sie können die Last verteilen, weil die IBMI muss sich nicht mehr mit dem Webservice beschäftigen. Und die IBMI liefert nur noch zu. Das heißt also, es ist schneller und es ist sicherer, denn die Browserleute kriegen nie mit, wo die ASIN steht und was die für eine IP-Adresse hat. Das ist der Nummer 3. Nummer 4 ist von der Optik her, ich habe Ihnen ja heute sowieso nur 20% gezeigt, aber was Sie sehen sollten, ist, wir haben in Planung eine abhängige Mehrfenstertechnik. Was bedeutet das? Sie kennen das vielleicht vom Outlook. Da haben Sie ein Menü, dann haben Sie Ihre Liste von eingehenden Mails und dann haben Sie ein weiteres Fenster, das gleich mit geöffnet ist, wo der Inhalt der angetickten Mail zu sehen ist. Genau diese Lösung wollen wir nämlich hier im Browser auch haben. Wenn Sie also einen Auftrag haben mit mehreren Fenstern, können Sie gleich die Positionen in dem einen Fenster sehen und vielleicht ein Bild in dem anderen Fenster. Wir haben Charts geplant, wir haben Pivot-Tabellen geplant, wir haben Spreadsheets geplant, wir haben Organisationscharts geplant, Flowcharts geplant, alles für das vierte Quartal, also ein schönes Weihnachtsgeschenk. So, und jetzt ist es 11 Uhr und 11 Minuten oder 11 Uhr 12 auf meiner Uhr. Ich bin bei meinem Ruckzuck-Vortrag jetzt fertig. Und das war ich. Und wenn Sie mir Fragen stellen wollen, dann geht das jetzt, indem Sie indem der Moderator oder irgendjemand Ihr Mikrofon freischaltet. Oder aber Sie stellen mir Ihre Fragen auf meinem Messestand. Da gibt es so ein Chatfenster. Oder was noch einfacher ist, dass wir nicht durcheinander kommen, Sie schicken mir eine E-Mail an jgr@toolmaker.de. So, ich bin fertig, habe mir Mühe gegeben, habe geredet, so schnell ich konnte. Ich hoffe, Sie haben alles mitgekriegt. Wenn nicht, E-Mail schreiben, anrufen. Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen. Und tschüss. Ja, da brauchen wir doch gar nicht Tschüss zu sagen, weil Sie haben jetzt alle noch Gelegenheit, hier in dem Fragefeld oder in dem Chatfeld das einzutippen, was Ihnen so auf der Zunge liegt. Herr Grünbichler kann das alles mitlesen oder ich trage es nochmal für alle vor und Herr Grünbichler ist dann so nett und beantwortet. Übrigens, der Herr Grünbichler, der heißt nicht Jürgen, wie hier auf dem Bild sichtbar, sondern das ist der Josef Grünbichler. Das ist ein Fehler von uns, bitte das zu entschuldigen. Keine Fragen. Ich hätte noch eine. Herr Grünbichler, ja. Das alles, was Sie da gezeigt haben, das sieht ja alles nach RPG irgendwie aus und ein bisschen HTML dabei. Aber wie viel Schulungsaufwand ist denn so für einen gestandenen RPG-Programmierer notwendig, bis er da so die höheren Weihen erreicht? Ja, die höheren Weihen, das ist ein Fall für sich. Aber ich sage mal, um die Grundlagen für eine gute Programmierung hinzukriegen, braucht er mindestens einen Tag, wenn er gut zuhört. Und wenn er schon ein bisschen älter ist und ein bisschen länger braucht zum Nachdenken, dann braucht er 2 Tage. Und dann natürlich die Übung. Übung kann man ja nicht in eine Schulung geben. Übung heißt, man muss probieren und gucken, dann lernt man es auch erst. Aber von der Zeit her 1 bis 2 Tage. Was vielleicht interessant sein könnte, es ist geplant, und das werden wir auch noch in diesem Jahr machen, dass wir die Schulung als Web, wie nennt man das? Als auf Webzeichnungsaufzeichnung, Webinaraufzeichnung, so heißt es. Webinaraufzeichnung bereitstellen. Das heißt also, Sie können sich die Schulung online anschauen und zwar häppchenweise den Teil für diese Anzeigen oder für das oder für die Fehlerbehandlung und so weiter, sodass Sie also meiner Meinung nach, wenn Sie sich das ein bisschen antun, haben Sie in einer Woche alles drauf, was Sie darüber wissen müssen und das alles erfahren Sie im Web. Ich habe gerade eine Frage reinbekommen, da Herr Karl Fritz fragt, stehen denn schon Preise fest? Im Moment gibt es noch keine Preise, weil im Moment sind wir immer noch so, dass es kostenlos ist. Ich gehe mal ganz kurz auf meinen Bildschirm. Da habe ich irgendwo
eine Preisliste gesehen. Wo ist die Preisliste? Moment, ich muss mal schauen, dass ich hier, dass ich meine Preisliste finde. Wo haben wir das? Moment, ich habe eine Preisliste. Wo ist die Preisliste? Das ist es nicht. Da ist eine Preisliste. Einen Augenblick. Also, die ersten zwei User kosten gar nichts. Also zwei User sind immer kostenlos, mit allem Umfang. Wenn Sie mehr als zwei User brauchen, dann gibt es zwei Versionen, nämlich eine Lite-Version und eine Pro-Version. Die Lite-Version kostet auch bei mehr Usern nichts, Sie müssen sich aber registrieren. So, und die Pro-Version kostet bei einer P05 1980 Euro und für eine P010 3960 Euro. So. Und dann gibt es noch einen Support, den Sie bestellen können, und der kostet das gleiche, also für eine P05 1980 und für eine große P10 3960 pro Jahr. Damit kriegen Sie alle Aktualisierungen und alle Hotline und alle Hilfe. Für diesen Preis ist das enthalten. Ich hoffe, diese Information würde erstmal reichen. Haben wir noch Fragen? Ich glaube, dass die Preise sind halbwegs überschaubar, so wenn ich das so bewerten darf. Okay, dann bedanke ich mich sehr für Ihr Interesse, Herr Grünbichler, für Ihre Vorträge, für Ihre Ausführungen. War richtig gut, glaube ich, und auch eine Perspektive für viele RPG-Programmierer und ihre Anwendungen. Ich darf mich jetzt hier verabschieden und würde mich freuen, wenn wir uns heute im Laufe des Tages nochmal hören würden. Ich mache jetzt die Session zu und wünsche einen schönen Tag. Danke, ciao.